Seit März 2022 bekämpft die amerikanische Notenbank die erst unterschätzte und dann doch sehr stark ansteigende Inflation. Ja, gefolgt von der Europäischen Zentralbank, deren Inflationsproblem nicht minder groß gestiegen ist. Und im Juli 2023 war es dann hoffentlich erreicht, das Zinshoch. Und seitdem spekulieren die Märkte über die ersten Zinssenkungen, die sich aktuell aufgrund der guten Wirtschaftsdaten von Monat zu Monat verschieben. Darüber und welche Trends die Aktien bewegen oder die Aktienmärkte bewegen, darüber sprechen wir heute bei der D&E-Webkonferenz, zu der ich Sie recht herzlich begrüßen darf, meine Damen, meine Herren. Mein Name ist Mario Künzel und bei mir sind heute der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der D&E Kapital AG und der Fondsmanager des größten Mischfonds und größten Fonds der D&E Kapital AG, dem D&E Zins und Dividende, Dr. Jan Erhardt, und der Co-Fondsmanager und Leiter Research, Stefan Breintner. Lieber Jan, lieber Stefan, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo Mario. Hallo Mario. Bevor wir beginnen, ihr zwei, erlaubt mir noch ganz kurz zwei, drei organisatorische Hinweise zu geben. Meine Damen, meine Herren, alle Ausführungen, die Sie heute hier hören und sehen werden, können Sie natürlich downloaden bzw. kriegen Sie im Nachgang per E-Mail zugeschickt. Auch der Mitschnitt wird bei YouTube für Sie zur Verfügung stehen, im Nachgang jederzeit gerne anschauen. Wir haben im Vorfeld sehr viele Fragen bekommen, auf die wir auch natürlich eingehen möchten heute. Wir werden wahrscheinlich nicht alle Fragen beantworten können. Erlauben Sie uns deswegen, danach mit Ihnen zu sprechen. Ihr persönlicher Ansprechpartner bei der D&E Kapital AG wird Ihre Fragen im Nachgang sehr, sehr gerne beantworten. Sollten aber noch Fragen entstehen, die Sie uns gerne mitteilen wollen, dann schicken Sie uns diese bitte an vertriebsservice@d&e.de. So, genug der Vorrede, starten wir rein in die Webkonferenz. Was passiert nun mit den Märkten? Kommt nun doch alles anders oder was macht Portfolios heute robust? Jan, vielleicht die erste Frage an dich. Ich hatte es gerade erwähnt, die Inflation wurde anfangs unterschätzt, dann musste sie mit einer, ich sag mal, an Geschwindigkeit noch nie dagewesenen Zinserhöhung bekämpft werden. Die Zinsen waren das allumfassende Thema im Jahr 2023, jetzt auch in 2024, Fragezeichen. Was glaubst du, wie geht es weiter in diesem Jahr? Ja, erstmal danke für die nette Einleitung und auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen. Vollkommen richtig, Zinsen und Inflation ist tendenziell sicher der wichtigste Einflussfaktor für die Kapitalmärkte. Und von der Seite ist es besonders wichtig, sich diese Faktoren anzuschauen. Und bevor wir zu den aktuellen Trends bei den Unternehmen kommen, was heute der Schwerpunkt sein soll, eben beginnen wir erst mit diesem Thema. Und wir hatten auch jetzt erst vergangene Woche unser monatliches Strategie-Meeting. Und im D&E-Strategie-Team sind 8 Personen, die hier auf der Folie dargestellt sind. Und seit 1,5 Jahren haben wir auch Axel Weber als externen Berater und beim letzten Strategie-Meeting vergangene Woche haben wir eben gerade über das Thema Inflation und über die Notenbankpolitik lange gesprochen und hier so einige Erkenntnisse. Und beginne vielleicht gleich mit der Folie und zwar zur US-Inflation. Und es ist ganz interessant, wenn man sich mal anschaut, wie hat sich die Inflation entwickelt, wenn man trennt in Güter und in Dienstleistungen. Und hier ist dargestellt eben seit 2014 Kerninflation der Güter, hier in Orange dargestellt, und Kerninflation der Dienstleistungen in Grau, in der grauen Linie dargestellt. Und die Kerninflation der Güter, hier sieht man, dass man die Inflation hier gut in den Griff bekommen hat, die ist wieder sozusagen auf Null gesunken. Und warum ist die Kerninflation überhaupt gestiegen? Das hat natürlich eine Reihe von Gründen, unter anderem aufgrund der Corona-Folgen der Corona-Situation. Mit natürlich verschiedenen Engpässen, Lieferengpässen für verschiedene Produkte, aber hat auch ganz stark mit der Energiesituation zu tun. Gerade ab 2021 sind ja die Energiepreise stark gestiegen, auch gerade in Europa stark gestiegen. Hintergrund war natürlich der Ukraine-Konflikt oder sich der anbahnende Ukraine-Konflikt schon im Jahr 2021, aber hatte auch eine Reihe von anderen Faktoren. Abschaltung AKWs hier in Deutschland, aber auch wir hatten einen sehr windarmen Winter 2021-2022, sodass das alles zu diesen stark gestiegenen Energiepreisen geführt hat. Und sicherlich auch ein Thema war hier die Frachtraten, aber übergebe ich vielleicht gleich mal an dich, Stefan, da bist du sicher noch der Spezialist. Ja, das war ja eine wilde Zeit damals. Ja. Ich meine, Sie können sich wahrscheinlich alle selber auch noch daran erinnern, dass es viele Güter des Täglichen oder jetzt nicht unbedingt des Täglichen, aber die man gewohnt ist, die immer verfügbar sind,
Fahrräder, einfachere Autos, waren einfach nicht verfügbar, weil es eben so große Kapazitätsprobleme auf den weltweiten Schifffahrtsrouten gab. Die Container standen an den verkehrten Orten, es gab große Staus. Und dieses Thema, das haben wir heute nicht mehr. Ja. Trotz der schwierigen Situation im Roten Meer ist das Problem von Logistikengpässen, von sehr, sehr knappen Lieferketten weitestgehend behoben. Es gibt auch wieder genügend Halbleiter für Autos. Und das sehen Sie wunderbar hier. Der Inflationsschub im Bereich Güter, hier auf Basis der Kerninflationsrate, der ist vorbei. Aber wie Jan schon gerade erwähnt hat, bei den Dienstleistungen und insbesondere bei den Löhnen sind wir hier noch nicht komplett über dem Berg. Und wir haben ihn hier auch mal exemplarisch jetzt auf Beispiel der Eurozone, weil gerade in der Eurozone mehr Staaten, in den USA in vielerlei Hinsicht ähnlich, aber gerade in der Eurozone sind auch diejenigen Mitgliedstaaten mit höherem Dienstleistungsanteil von einer höheren Lohninflation weiterhin konfrontiert. Und sehen Sie hier 4,5% für die Eurozone gesamt. Und es ist auch logisch, dass das nicht komplett weg ist. Weil wenn man jetzt zurückschaut, wo die ganze inflationäre Phase begann und wo wir heute stehen, dann ist der durchschnittliche Warenkorb immer noch 20-25% teurer. Die Löhne haben aber hier nicht komplett nachgezogen. Und ich denke, diese Entwicklung, die wird noch ein Stück weitergehen. Also hier gibt es Aufholeffekte. In Europa wahrscheinlich mit Streiks. Wir beide haben das auch schmerzhaft erfahren zuletzt. Ja. Heute ja Fokus bei den Unternehmen. Und ich greife mal ganz kurz vorweg. Wir waren auf einer größeren Telekom-, Multimedia- und Technologiekonferenz in den USA und sind dann natürlich genau in den Lufthansa-Streik reingekommen. Ja. Und da gab es dann kein Zurückkommen und beim Zurückkommen gab es dann auch keine Bahn. Also das zeigt, ja, damit wird man leben müssen. Aber wir haben es jetzt auch mal mitgebracht im nächsten Chart auch für die USA insgesamt. Aber die Lohninflation wird auf die Kerninflationsrate nach wie vor einen stärkeren Einfluss haben. Vielleicht komme ich gleich mal zu den gesamten Verbraucherpreisen. Wie wirkt sich das jetzt in Summe auf die Verbraucherpreise in den USA aus? Hier die Chart oben sieht man die Verbraucherpreise, die gesamten Verbraucherpreise und in der unteren Grafik die Kernraten, jeweils ohne Energie und Nahrungsmittel. Und es sind drei Linien hier. Einerseits sieht man die Jahresveränderung in dunkelblau dargestellt. In der oberen Linie sehen wir, dass die Preise um 3,2% gegenüber Vorjahr gestiegen sind. Also mit anderen Worten könnte man sagen, jetzt hier die Inflation ist unter Kontrolle gebracht. Wir waren hier bei Werten von, ging ja fast Richtung 9%. Jetzt sind wir bei 3,2%. Also würde man sagen, Gesamtinflation sieht gut aus im Jahresvergleich. Aber wir haben noch zwei weitere Linien hier. Hier sieht man die Veränderung im kurzfristigen Bereich auf 6 Monate und 3 Monate, jeweils annualisierte Zahlen. Oben und unten bei der Kerninflation. Und hier sieht man gerade in der unteren Grafik bei der Kerninflation, dass wir auch bei den kurzfristigen Daten, bei den 3-Monats- und 6-Monats-Zahlen, schon wieder bei ungefähr 4% sind. Also wir sind bei 3,8% im Jahresvergleich, aber gehen jetzt eben nicht weiter runter, wie man jetzt auch noch zuletzt gesehen hatte, sondern im Moment sieht es danach aus, als ob wir bei 4% ungefähr bei den Kernrateninflationen in den USA stehen bleiben und sozusagen uns hier nicht eher Richtung 2, wie die Zielquote ist, annähern. Welche Auswirkungen hat das jetzt auf die Notenbankpolitik? Also wir haben jetzt eine Situation, wo die Konjunktur, würde ich mal sagen, doch stabiler ist, als man angenommen hatte, gerade in den USA. Und auf der anderen Seite, jetzt haben wir hier eine Kerninflation, die eben noch nicht bei 2% ist, sondern eben noch deutlich darüber aktuell. Wie reagiert jetzt die Notenbank darauf in den USA? Und wir haben jetzt hier mal mitgebracht, hier in den letzten 50 Jahren, die Zinssituation in den USA. Und in grau dargestellt, hier in diesen grauen Flächen, jeweils die Rezessionszeiten. Und hier sieht man zum Beispiel in den letzten 3 Rezessionen, einmal während der Corona-Situation, aber auch hier nach der Finanzkrise, beziehungsweise während der Finanzkrise und auch nach der New Economy Bubble hier nach 2000, sehen wir 3 Rezessionen, wo die Zinsen der Notenbank sehr, sehr stark gesenkt wurden. Und jetzt haben wir aber doch eine Situation aktuell, die eben anders ist. Wir haben noch keine sichere Rezession, die kommt und eben Inflation von der Inflationsseite doch noch sind wir noch über dem Zielkorridor. Also mit anderen Worten oder über der Zielmarke. Also mit anderen Worten sehen wir hier eher eine Phase wie ab Mitte der 90er Jahre hier. Man sieht es in rot dargestellt hier ab Mitte der 90er Jahre hatten wir eine Phase,
wo die Zinsen leicht zurückgenommen wurden in den USA, aber eben für einen längeren Zeitraum, auch weil die Konjunktur sich in Summe gut entwickelt hat, man keine Rezession gesehen hat, hatten wir eben über viele Jahre doch eine höhere Zinsen hier bei den Notenbanken. Und von einer ähnlichen Situation gehen wir aktuell auch aus. Und in der kommenden Grafik sieht man auch ganz gut so, was passiert aktuell, jetzt vom aktuellen Standpunkt, was passiert, wenn wir dieses Szenario haben. Ab der Mitte der 90er Jahre, dann hätten wir hier nur leichte Zinsrückgänge, vielleicht Ende des Jahres, ist ja so aktuell die Schätzung, vielleicht hat man drei kleinere Zinssenkungen, schwer jetzt im Moment noch abzusehen, aber das ist im Moment die Schätzung, aber eben nur leichte Zinssenkungen. Und dann, wenn man jetzt so sieht, auch jetzt zum Beispiel mal auf einen längeren Zeitraum, eben keine deutlichen Zinsrückgänge wie in Rezessionsphasen. Und hier ist wahrscheinlich sozusagen ist das wahrscheinlichere Szenario aktuell hier die orange Linie und nicht die blaue Linie mit starken Zinsrückgängen. Was bedeutet das jetzt für den Fonds und für den Zins und für die Anlagepolitik? Man muss mit anderen Worten, wenn man jetzt nicht von einer unmittelbaren Rezession ausgeht, muss man auch keine zu langen Durationen haben. Mhm. Bei einer starken Rezession würde man jetzt 10-jährige US-Staatsanleihen zum Beispiel noch stärker gewichten oder noch länger mit den Laufzeiten gehen, weil man davon ausgeht, dass die Zinsen stark sinken. Meiner Meinung nach muss man gar nicht zu lange Laufzeiten im Moment eingehen. Was bedeutet das für die Aktienseite? Sozusagen, dass jetzt, wenn wir jetzt keine direkte Rezession sehen, kann man und eine eher stabile Entwicklung der Wirtschaft, kann man, glaube ich, ist es eine Phase, die eigentlich sehr, sehr erfreulich ist. Man bekommt 5% Zins, das ist jetzt so knapp der Durchschnittszins im Zins und Dividende. Auf der anderen Seite, wenn jetzt die Aktienmärkte nicht fallen, kann man und sich sozusagen die Wirtschaft sich stabil entwickelt, hat man Zeit für Stockpicking. Also insofern eigentlich als Fondsmanager im Moment eigentlich eine sehr, sehr gute Phase aktuell. Ja, du hast es angesprochen, Jan, und das Thema würde ich ganz kurz nochmal aufgreifen wollen. Du hast es angesprochen, die Zinsen kamen runter von 9% auf 3%. Man spricht ja von der Schwierigkeit der letzten Meile. Die ersten Zinssenkungen gehen relativ schnell. Bis man das Ziel erreicht, der 2%, wird es dann schwieriger. Jetzt haben wir die Situation, dass wir auf kurzfristig sogar eine leichte Inflationsanhebung gesehen haben. So, im März war die erste Zinssenkung angekündigt. Das hat man verschoben auf Mai. Jetzt ist es Juni wahrscheinlich die erste Zinssenkung. Du hast es gesagt, vielleicht 2, 3 Zinssenkungen. Gehen wir mal auf die Assetklassen ein und vielleicht die Frage an dich, Stefan. Gibt es ja nur verschiedene Chancen? Ich sage mal, bullisches Szenario, die Wirtschaft kühlt nicht ab, Zinsen werden gesenkt, weil die Inflation zurückkommt. Bullisches Szenario für Aktien, bullisches Szenario für Anleihen, Wirtschaft kühlt ab, dadurch werden die Zinsen gesenkt und die Anleihen profitieren davon. Kann man das so zusammenfassen oder wie würdest du die Chancen für 2024 auf der Assetklassenebene einschätzen? Naja, die Inflation kam ja von 9% auf 3% zurück. Und mit den Darstellungen, die wir jetzt gerade gezeigt haben, wäre jetzt mit Blick nach vorne für unser Hauptprodukt eigentlich auch ein gutes Umfeld, weil wir weiterhin einen gewissen Zinssatz haben. Ja, also insgesamt kann man ja sagen, es ist wahrscheinlicher, dass die Leitzinsen um 1, aber nicht auf 1%, ja, also quasi, es wird wieder so, wie es in der Vergangenheit war, gesenkt werden. Und das würde dann heißen, wie Jan vorhin auch erwähnt hat, man muss gar nicht so lang sein, weil man auch in Zukunft noch einen akzeptablen Zinssatz bekommt. Und das bedeutet für uns, dass wir diese Kernchallenge, die wir ganz viele Jahre hatten, dass wir halt unbedingt schauen mussten, dass wir eine gewisse Verzinsung erzielen, dass das nicht mehr so herausfordernder ist. Für die Aktienmärkte sieht man hier auch die Vergangenheit und sieht man auch Fazit aus vielen Unternehmensbesuchen heran, wäre eine moderate Zinssenkung bei ausbleibender Rezession, also dem sogenannten Soft Landing, aller Voraussicht nach positiv, also in der Vergangenheit, ja, hat man in solchen Phasen, wir haben ja auch noch ein Wahljahr, in Wahljahren ging es meistens im US-Wahljahr am Jahresende dann auch nach oben, wäre das ein positives für den Aktienmarkt. Also für ein Mischmandat positive Aussichten, so fasse ich das mal kurz zusammen und dann auch noch doch recht robuste Statistiken, Thema Wahljahr. Kommen wir mal zum anderen Thema. Ich meine, Notenbankpolitik ist sicherlich ein beherrschendes Thema, aber es gibt ja auch andere Themen, zum Beispiel Trends, ne? Thema KI, Thema Technologiesektor. Ihr wart jetzt erst in den USA, habt auch einige Unternehmensbesuche gemacht. Ja, vielleicht mal kurz die Zusammenfassung, welche Eindrücke habt ihr mitgebracht aus den USA, Jan? Ja, sehr gerne. Vielleicht hier nochmal kurz im Vorfeld nochmal dargestellt, unser Research-Team, also wir sind im Research, sind wir 18 Personen aktuell
Und also hier ein Team, mit dem wir eben schon seit sehr langer Zeit zusammenarbeiten und was wirklich Spaß macht, auch hier zusammen die Unternehmen zu treffen und zusammen die Unternehmen zu analysieren. Und die sind auch immer wieder, also wirklich vom Know-how her macht das auch wirklich Spaß. Also um jetzt mal einen herauszugreifen, einen eher neueren Kollegen, Dr. Mirko Wormuth, der viele, viele Jahre in Peking gelebt hat, der die Sprache spricht, also gerade auch so den asiatischen Markt sehr gut einschätzen kann und. Also eine ganze Reihe von Kollegen, also auch verschiedene, die bei zum Beispiel auch ein Kollege, der im Cloud-Bereich gearbeitet hat und sozusagen die Firma aus der ersten wirklich sehr, sehr gut kennt eben und aus erster Hand kennt. Also von der Seite her wirklich ein Team, es macht Spaß, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Aber zurückzukommen auf deine Frage zu den Unternehmensmeetings. Ja, wir waren, oder ich war selber jetzt 2 bis 3 Wochen in den USA, erst an der Ostküste, dann an der Westküste und wir haben verschiedene Unternehmen getroffen. Und hier sind mal die Logos dargestellt von verschiedenen Unternehmensmeetings, so aus den letzten 4 Wochen. Und was besonders spannend ist, ist, dass wir bei allen Unternehmen, also bei allen Unternehmen jemanden auch von der Vorstandsebene getroffen haben. Also entweder den CEO, den CFO, und. Also oder verschiedene, oder COO zum Beispiel in dem Fall bei BlackRock, den CEO bei Better Bank of America als Beispiel, CEO auch von der deutschen Börse in den USA getroffen, interessanterweise bei einer Konferenz. Und aber auch jetzt zum Beispiel bei Tesla haben wir Elon Musk selber gesehen, bei Walt Disney hier ganz unten rechts, Bob Iger, also den CEO, und eben auch zum Beispiel bei TSMC war der CFO, was wirklich ungewöhnlich ist, dass man bei, ist ja doch die größte asiatische Firma in Bezug auf den Börsenwert, dass man hier wirklich sozusagen auch auf Vorstandsebene jemanden trifft. Also deswegen, das war wirklich eine tolle Zeit und hat wirklich auch Spaß gemacht, diese Unternehmen zu treffen. Aber um das Ganze so ein bisschen einzuordnen, wie wichtig das auch ist und wie groß teilweise die Unternehmen geworden sind, ist hier nochmal, bevor wir jetzt zu einigen Trends kommen, mal eine Grafik in Bezug auf, wie groß die Firmen gewichtet sind im MSCI Weltindex. Und hier auf der linken Seite mal die Firmen, die wir getroffen haben im Februar und März. Und auf der rechten Seite die MSCI-Gewichtung von verschiedenen Ländern. Und das ist schon erstaunlich, wie groß diese Firmen inzwischen geworden sind. Also wenn man Microsoft und Apple zusammen analysiert, dann ist es praktisch so wichtig wie alle japanischen, börsennotierten japanischen und englischen Firmen zusammen. Und so weiter. Oder gleichzeitig, eigentlich ist es, wenn man sich das so anschaut, ist es wichtiger, Apple richtig einzuschätzen als den ganzen französischen Markt zum Beispiel. Und von den 39 Treffen, die wir hatten mit den Unternehmen, wie gesagt, hatten wir gesagt, alle waren auf Top-Management-Ebene und in Summe macht das 24% vom MSCI Welt aus. Und jetzt besonders interessant, wenn man die Marktkapitalisierung von allen Unternehmen hier zusammenrechnet, sind wir bei über 16 Billionen Euro. Und das entspricht eben, also 16.000 Milliarden Euro sind das. Über 16.000 Milliarden Euro. Also das ist schon verrückt, wenn man sich das vorstellt. Also ich finde schon, ein Unternehmen mit 1 Milliarde ist schon groß. Also wenn man sich vorstellt, 16.000 Milliarden ist schon wirklich verrückt. Und dementsprechend eben, also die Firmen, die wir getroffen haben, entspricht dem 9-fachen HDAX. Aber um jetzt mal sozusagen zur Einschätzung zu kommen, und das war wirklich, ist es inzwischen sehr, sehr wichtig, eben diese großen Unternehmen richtig einzuschätzen. Das sieht man auch an dem aktuellen Jahr. Also zum Beispiel, es gab ja verschiedene Firmen, die sich dieses Jahr eher schwächer entwickelt haben und eben wenige von den großen Aktien, die sich sehr, sehr gut entwickelt haben, wie zum Beispiel Nvidia, oder auch Meta oder Microsoft als Beispiel jetzt hier von den genannten hier. Und das war ganz wichtig, diese Firmen im Portfolio zu haben. Und im Zins und Dividende, und deswegen auch die recht gute Entwicklung im Zins und Dividende, hatten wir eben diese Firmen, wenn man auch ganz gut an den Top-10-Werten sehen kann, hatten wir keine Übergewichtung in Apple, sonst wären die da in den Top-10-Werten drin. War es eben auch richtig, jetzt bislang zumindest jetzt nicht auf Apple stark zu setzen. Und aber eben, wie wichtig es ist, solche Firmen einzuschätzen, inzwischen die großen, sieht man eben hier ganz gut in der Grafik. Und kommen wir vielleicht gleich zum ersten Unternehmen. Hier Foto von dem Vorortbesuch in Cupertino bei Apple. Und das besonders, also als erstes, finde ich, fällt das Gebäude auf. Das ist wirklich Apple Park. Das ist wirklich ein tolles, also rein von der Architektur her, wirklich ein tolles Gebäude. Und von der Seite, das hat auch Spaß gemacht, wirklich dort vor Ort zu sein. Und das Treffen war mit Luca Maestri, dem CFO von Apple. Und ich habe jetzt mal hier einige Kernaussagen mal rausgenommen aus dem Meeting. Und
Es gibt einige Sachen, die gut laufen bei Apple aktuell, einige Sachen, die eher schwächer sind. Vielleicht eine Sache, die ich jetzt persönlich als eher positiv sehen würde, ist, die Service Revenues entwickeln sich oder haben sich zuletzt eben weiter gut entwickelt, wie man aus den letzten Zahlen auch sehen kann. Und das liegt eben stark an den Bereichen Apple Pay auf der einen Seite. Also man sieht schon, wie stark man inzwischen mit dem Telefon zahlt und welche Bedeutung Apple Pay inzwischen hat. Und es gibt sicherlich noch für die Apple Wallet noch eine Reihe von Sachen, dass man wirklich keinen Geldbeutel mehr in Zukunft braucht, also dass auch ein Führerschein anerkannt wird und. Da gibt es sicher noch einige Entwicklungen, die kommen werden. Aber auch zum Beispiel bei Apple TV gibt es immer weitere, also können die Preise anheben, weil einfach der Content auch größer wird. Oder Cloud Service, das ist ein anderer Bereich, der natürlich wächst, weil einfach immer mehr Daten gespeichert werden, immer mehr Fotos gespeichert werden auch in der Cloud. Andere Sachen, die ein bisschen schwächer sind, ist aktuell bekanntlicherweise China. Hier war die Aussage, dass es weniger an der Konkurrenz auch jetzt liegt von Huawei, sondern sehr stark an der wirtschaftlichen Schwäche aktuell in China. Apple ist ja doch eher, das Telefon ist eher ein teureres Produkt, und in China hatte man zuletzt eben doch generell eher Trading Down gesehen. Also das wurde hier so als Hauptfaktor genannt. Und noch eine andere Sache, die ich persönlich recht spannend fand und insgesamt auch aus unserer Zeit in San Francisco und im Silicon Valley, was wir mitgenommen haben, ist doch, dass autonomes Fahren doch deutlich schwieriger ist, als viele noch vor einigen Jahren eingeschätzt hatten. Und das auch die Aussage hier von Apple selber. Und interessanterweise sind viele Entwickler, die vorher beim autonomen Fahren gearbeitet haben, wurden jetzt auf den AI-Bereich gesetzt. Und das fand ich eigentlich eine ganz interessante Entwicklung aktuell, sowohl für den Bereich autonomes Fahren als auch eben, was eben im AI-Bereich passiert. Und man sieht schon, dass es werden sicherlich auch einige Anwendungen, auch AI-Anwendungen, auch im nächsten iPhone oder in den nächsten Versionen auch kommen werden. Ob das jetzt Kooperationen mit Suchmaschinenherstellern ist, auf der einen Seite, aber vielleicht auch, es kann natürlich auch im Bereich Bildbearbeitung ist viel möglich bei den Fotos, dass man andere Hintergründe einfach sich aussucht oder sich selbst vielleicht irgendwo ganz woanders darstellt sozusagen mit AI-generierten Bildern. Aber auch kann auch über Language Models gehen, über Übersetzungen oder Zusammenfassungen. Also hier gibt es, glaube ich, eine Reihe von Anwendungen, die kommen werden. Was ganz spannend ist. Aber vielleicht zum Thema KI, künstliche Intelligenz, vielleicht übergebe ich an dich, Stefan, gleich. Ja, KI oder die Amerikaner sagen ja AI, also für Artificial Intelligence, auf Deutsch KI, war natürlich das alles dominierende Thema, wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahre das dominierende Thema bleiben. Jeder prominente Vertreter der Industrie sieht hier ein ganz klar strukturelles Wachstumsthema. Und rechts haben wir mal ein Bild mitgebracht, das ist Sam Altman, der Gründer und nach wie vor Vorstandsvorsitzende von OpenAI, die inzwischen ja zu Microsoft gehören und die hinter ChatGPT stehen. Das, was Sie inzwischen wahrscheinlich alle kennen, ja, modernste Version ist Nummer 4. Und Sam Altman vergleicht, wenn man ihn fragt, naja, Sam, wo stehen wir heute, ja, er kommt damit so Statements wie, ja, es fühlt sich so an wie die ganz frühen Tage der Computerrevolution. Und wenn er sieht, was perspektivisch zukünftige Modelle, die heute noch nicht laufen, weil nicht genügend Rechenpower da ist, aber wenn er sieht, wohin da die Reise geht, dann fühlt er sich eher so am Anfang, ja, der Revolution im Computerwesen. Und er selber vergleicht das Ganze gern mit der Einführung des iPhones, viele andere auch. Und wir alle wissen, wie sich das Leben für jeden nach 2006, ja, mit mehr Smartphones, mehr Anwendungen etc. Verändert hat. Und ich glaube, das wird auch die nächsten Jahre einen dominierenden Einfluss haben. Also hier haben wir ein riesiges strukturelles Wachstumsthema, geht in ganz, ganz viele Bereiche rein. Könnten wir jetzt stundenlang drüber reden, aber vielleicht gehen wir hier ein bisschen auf den Rohstoff, ja, den diese Industrie, die künstliche Intelligenz braucht, und das ist Rechenpower. Ja, also kam immer auch wieder so der Satz, ja, Compute is the commodity of AI, ja, also man braucht Rechenpower, und bei Rechenpower landet man dann mehr oder minder automatisch bei Nvidia. Links sehen Sie ein Foto von der Finanzchefin, ja, Colette Kress von Nvidia, und man ist sicher momentan die am meisten beachtete Aktie, wo, ja, ist ja auch eine der größten Aktien weltweit inzwischen, aber man sieht halt, dass deren Produkte immens nachgefragt werden und dass wahrscheinlich sehr, sehr viele Kunden überhaupt nur auf einer Warteliste sind und gar nicht die modernsten GPUs bekommen.
Und wenn man so die Zahlen dann nimmt, die da so rumgeistern, dann kann man das Ganze auch gut belegen. So, wenn Sie die letzten 10, 20 Jahre gucken, da wurden so 250 Milliarden Dollar pro Jahr in Server gesteckt. Und jetzt rechnet man in dem ganzen AI-Spektrum in den nächsten Jahren, ja, in den nächsten 3 Jahren mit 3.000 Milliarden Dollar. Also hier geht ein gigantischer Investitionsboom hinein, wovon natürlich die Hersteller von entsprechender Computer- und Chip-Architektur profitieren. Das sieht man auch ganz gut auf unserer nächsten Chart, die wir mitgebracht haben, wo wir mal die Veränderung der Halbleiterumsätze prozentual dargestellt, 3-Monats-Durchschnitte mitgebracht haben. Und da sieht man, dass sich die Halbleiterindustrie eben weltweit jetzt wieder stärker erholt. Nicht nur wegen künstlicher Intelligenz, sondern weil wir auch in eine Phase reinkommen, wo die ganzen Notebooks und PCs, die die Leute ja vor allem während Corona gekauft haben, weil viele im Homeoffice waren, jetzt ersetzt werden. Und wir hatten hier einen langen Abschwung und kommen jetzt hier eher wieder in eine Wachstumsphase. Und Jan hat es vorher auch schon erwähnt, es gibt halt momentan so ganz bestimmte strukturelle Trends. Ja. Und was wir hier sehen mit künstlicher Intelligenz und was das alles für Anwendungen geben kann, also ich glaube, man muss auch den Kirche ein bisschen im Dorf lassen, ja, es wird nicht alles von heute auf morgen komplett verändern, aber man sieht schon, es gibt ganz gezielte Produktivitätsfortschrittsanwendungen und wohin die Reise geht. Die Reise ist natürlich erstmal beschränkt durch die Rechenpower und durch die gigantischen Investitionen, die da reingetätigt werden müssen. Wenn ich ganz kurz vielleicht einhaken darf, weil das auch eine Frage von einem Zuschauer im Vorfeld. Halbleitermarkt ist natürlich unmittelbar gekoppelt an die KI-Entwicklung, keine Frage. Du hast es auch gesagt, die Erholung ist da, die Lagerbestände haben sich ein Stück weit normalisiert. Das heißt, ihr guckt schon auch auf beide Bereiche, also sprich einmal den technologischen Fortschritt, KI, aber dann auch die Hardware. Halbleitermarkt ist bei euch ein Thema, bei der Aktie. Ganz, ganz unbedingt, die Halbleiter auch. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel anschaut, Nvidia, also der H100-Chip, der jetzt sozusagen in aller Munde ist, kostet ja, glaube ich, so 30.000 Dollar, ganz grob, aber hergestellt wird das Ganze als Beispiel von TSMC. Die kriegen natürlich dann nur einen Bruchteil, die angeblich, es gibt da so Schätzungen, 800 Dollar kriegen die dann für einen H100-Chip. Aber man sieht schon sozusagen, es muss dann alles auch erst hergestellt werden. Das Ganze wird dann hergestellt bei TSMC mit ASML-Maschinen und. Also das ist, man muss sich schon die ganze Wertschöpfungskette anschauen und sozusagen auch schauen, wo stehen wir aktuell, was ist interessant. Das eine kann interessanter sein, das andere eher uninteressanter. Also hier muss man wirklich schon ganz genau hinschauen, was man sozusagen, was noch interessant ist, auch in Bezug auf die Bewertung. Viele Werte sind ja auch schon stark gestiegen, auch von den genannten Titeln. Also vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, wo man ein bisschen vorsichtiger sein muss. Aber es ist tatsächlich wichtig, sich die gesamte, nicht nur sozusagen sich anschauen, okay, hier ist eine Anwendung oder eine potenzielle Anwendung in der Zukunft, sondern sozusagen auch diese gesamte Wertschöpfungskette bis hin zur Produktion oder den Maschinen anschauen und schauen, welche Werte sind schon teuer. Und es gibt eben, wie gesagt, einige auch der genannten, die schon teuer sind, wo man vielleicht vorsichtiger sein muss oder abwarten muss. Oder es gibt eben andere, wo es eben auch durchaus noch jetzt weitere Chancen gibt. Die vielleicht dann auch in Grenzen stoßen, wo man einfach vorsichtiger sein muss. Ja, vielleicht noch ganz kurz die Frage auch zu diesem Thema Entwicklung der Fahrzeuge. Du hast es schon eingeblendet. Das ist natürlich unmittelbar auch gekoppelt an die Halbleitermarkt. Wie ist da eure Einschätzung? Ja, vielleicht sage ich hier einige Worte dazu. Chart mag ich besonders hier. Das sieht man auf der, unten sieht man die Penetrationsraten von Elektroautos im Jahresvergleich, also Januar letzten Jahres und jetzt im Januar diesen Jahres in Orange. Und oben haben wir 3 Fotos mitgebracht. Einerseits den BYD Seagull, also ein sehr günstiges Elektroauto von BYD. Und im September letzten Jahres waren wir in Hongkong und hatten wir auch ein Treffen mit BYD. Und das ist doch sehr, sehr interessant zu sehen, wie stark die jetzt sozusagen auch in den europäischen Markt wollen. In der Mitte mal ein Foto aus dem Cybertruck, den haben wir uns mal genau, dachten wir, wenn wir schon vor Ort sind, dann schauen wir uns auch mal den Cybertruck näher an. Und ganz rechts sieht man hier Elon Musk. Das war eben auch wichtig, einfach zu sehen, was sagt er aktuell zur Entwicklung der Elektrofahrzeuge. Und man sieht in der unteren Grafik ganz gut, dass die Penetrationsrate in China weiter ansteigt. Das liegt natürlich auch stark an dieser Subvention in China. Man kriegt teilweise auch nur in ein Nummernschild, wenn man ein Elektroauto kauft, nicht wenn man einen Verbrenner kauft. Also da gibt es wirklich eine Reihe von Gründen für diese Entwicklung. In Europa sehen wir auch noch einen leichten Anstieg.
Und ganz rechts interessanterweise USA eine Stagnation. Und das finde ich ganz wichtig auch zu sagen. Und das war auch so ein bisschen, wenn man jetzt auch mit Tesla spricht oder mit anderen. Also viele Amerikaner wollen kein Elektroauto. Das ist, kann man sagen, auch wenn man jetzt sozusagen jetzt sich mit vielen Amerikanern unterhält. Und man sieht das hier in diesen Zahlen eben auch ganz gut. Also deswegen so aus persönlich so ein Verbrenner aus in ganz generell halte ich für jetzt zum aktuellen Zeitpunkt zumindest für sehr ungesund aktuell. Man muss sozusagen erstmal schauen, was ist wirklich die Nachfrage, was wollen die Leute in verschiedenen, und ich meine, die USA ist der zweitgrößte Automarkt der Welt und hier sieht man auch schon sozusagen, wie die Entwicklung aktuell ist und die Wachstumsraten sind. Und es ist doch sehr schwer, auch teilweise mit gerade günstigen Elektroautos, wenn man sich hier die BYDs anschaut, hier auch für die deutschen OEMs Geld zu verdienen in Zukunft. Also deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, bei seinen Bereichen auch zu bleiben, sei es auch im Luxussegment, um auch in Zukunft Geld zu verdienen. Aber das ist vielleicht so ein bisschen zur Entwicklung hier der Elektroautos, aber vielleicht kommen wir gleich noch so ein bisschen zur Entwicklung der Märkte und zum Export aus China zu den Fahrzeugen. Ja, der Export aus China, das sehen Sie hier, der boomt weiterhin. Also die Autoindustrie definitiv ein Lichtblick in China. China inzwischen der größte Exporteur von Fahrzeugen der Welt. Und perspektivisch wird das wahrscheinlich noch ganz schön nach oben gehen. Rechts unten, für alle, die im Norden leben, vielleicht haben Sie es sogar mitbekommen, BYD Explorer Number One, der erste sogenannte RORO, also RORO steht für Roll-On, Roll-Off Carrier. Von BYD. Ich glaube, in denen haben jetzt 9000 Fahrzeuge reingepasst, eher kleinere, keine Cybertrucks. Aber von diesen Schiffen gibt es weltweit 700. 100 davon sind in chinesischer Hand, aber nur 10% von diesen 100, also 10, sind für den Hochseetransport geeignet. Und in chinesischen Werften wurden 200 bestellt. Nur in chinesischen Werften, also in Korea und Singapur sind sicher auch einige bestellt. Genaue Zahlen jetzt hier zu nennen ist schwierig, aber Fakt ist, dass in den nächsten 3 Jahren extrem viele von diesen Schiffen ausgeliefert werden. Und die können 6.000 bis 9.000 Fahrzeuge transportieren. Und mit Ziel von Herstellern wie BYD und anderen ist es einfach hier stärker nach Europa, nach Südamerika, auch in andere asiatische Märkte reinzukommen. Und das haben sie bisher eben gar nicht gekonnt, weil sie die Schiffe nicht hatten. Und jetzt kommt hier eben quasi der Logistikhebel. Und man weiß ja, in China ist da eine Riesenkapazität. Die können die Autos auch extrem günstig herstellen. Und wenn ich was gelernt habe, seitdem ich das hier bei DHT mache, bald 20 Jahre, dann ist das, investiere nie in einen Bereich, wo die Chinesen gigantische Überkapazitäten haben. Und deswegen glaube ich, ist das, was man sich sehr, sehr genau anschauen muss. Das betrifft eher das untere und mittlere Segment, nicht das High-End-Segment. Aber man muss damit rechnen, ja, dass hier wirklich in Europa, aber auch in vielen anderen Teilen der Welt, die USA nicht, die schotten sich mit Zölle ab, sehr, sehr viele Fahrzeuge auf den Markt kommen und dass das eher ein Preis und Volumen, ich will es jetzt nicht Krieg nennen, aber ein sicher sehr, sehr wettbewerbsintensiver Markt wird. Und das wird, wenn man sich anschaut, wie groß die Wertschöpfungskette ist, die da dranhängt, ja, auf verschiedene Industrien Auswirkungen haben. Und das ist so ein Bereich, wo wir eher auf der Bremse stehen, ja, über die gesamte Wertschöpfungskette, die davon stärker betroffen ist. Also die Situation bleibt schwierig insgesamt. Man muss differenzieren. High-End-Hersteller können damit gut leben. Ja, da geht es dann auch um Luxus und um Premium-Produkt. Aber die große Masse bekommt hier ein Problem, zumal die wirklich mit unfassbar niedrigen Preisen wahrscheinlich an den Start gehen. Mhm. Und das Produkt ist deutlich besser geworden. Also wir haben es uns mehrmals angeschaut. Also es ist wirklich viel passiert die letzten Jahre. Ja, in deiner Einschätzung vielleicht dazu, zum chinesischen Markt insgesamt. Wie schätzt du die Situation ein? Ja, also jetzt sozusagen, man sieht schon, wie stark jetzt in einem Bereich sozusagen jetzt hier Geld investiert wurde, der eben Auswirkungen eben auch auf andere Märkte und auf andere Firmen hat. Das ist so ein bisschen hier die Aussage von uns. Und warum haben die Chinesen so stark in den Bereich Elektroautos investiert, liegt unter anderem daran, dass der Immobilienmarkt sehr, sehr schwach ist. Und ich finde die Grafik immer ganz interessant. Das sind die wöchentlichen Verkäufe von Wohnungen, von Wohneinheiten hier in China. Und da kommen wir von Zahlen, und das sind eigentlich alles Corona-Jahre, die ohnehin schon zum Teil schwach waren. Wir kommen hier von Zahlen von 60.000 Wohnungen pro Woche, die verkauft wurden, und aktuell sind wir eher so bei 20.000 Wohnungen pro Woche. Also da sieht man schon, dass dieses alte Geschäftsmodell in China, die Gemeinde bekommt Geld und verkauft Land und die Immobilienentwickler bauen, ziehen Wohnungen hoch und die
Wohnungen werden verkauft, dass dieses Geschäftsmodell einfach viel, viel schwieriger geworden ist. Und das sieht man eben ganz stark an dieser Grafik aktuell. Und deswegen sieht man, dass man in China schon einige Bereiche hat, die jetzt wachsen. Ob das jetzt eine gute Investition ist, jetzt sei dahingestellt. Aber man sieht einige Bereiche, die wachsen. Und man sieht aber auch einige Bereiche, die wirklich sehr, sehr schwach sind in China. Also man sieht schon da so diese wirtschaftliche Schwäche aktuell. Und vielleicht nochmal eine ganz andere Grafik, die wir jetzt noch zum Schluss mitgebracht haben, bevor wir zum Fonds eingehen. Noch eine Folie zu Deutschland. Die ist ja doch, die kennen viele. Hier sieht man die Industrieproduktion und diesen starken Rückgang der energieintensiven Branchen. Hier der sozusagen der Energie, also die Energieproduktion hier der energieintensiven Branchen hier in der Grafik, die hier besonders, also in der Linie, die hier besonders stark abfällt. Und da sieht man eben, seit die Energiepreise so hoch, so stark gestiegen sind, diesen deutlichen Rückgang hier. Und da muss in der Tat, muss man wirklich aufpassen, dass Deutschland auch genug günstige Energie in der Zukunft bekommt. Und hier muss auch eine Perspektive meiner Meinung nach her, damit sozusagen auch hierzulande wieder investiert wird, weil man darf jetzt nicht alte Industrien sozusagen aufgeben, wenn man noch kein neues Geschäftsmodell hat, mit dem man Geld verdienen kann. Also hier sozusagen wirklich wichtig, auch sozusagen günstige Energie bereitzustellen. Und jetzt ganz aktuell, zumindest ist der Strompreis, wenn man sich jetzt den aktuellen Strompreis anschaut, einjährige Strompreise sind wir so bei gut 80 Euro je Megawattstunde, im zweijährigen Bereich so bei gut 70 Euro je Megawattstunde. Also da sieht man, dass zumindest die Preise jetzt in den letzten 12 Monaten, die Strompreise doch gefallen sind. Also hier könnte ich mir auch vorstellen, dass wir kurzfristig mal einen zyklischen, sozusagen auch mal wieder eine Verbesserung sehen auch hier. Also dass man auch sozusagen, also man muss sozusagen mit anderen Worten, was Trends angeht, man muss jetzt auch nicht immer nur sozusagen auf KI setzen und auf Software, sondern es gibt eben auch bei der Old Economy meiner Meinung nach doch auch einige Chancen, dass ich hier auch mal sozusagen zumindest kurzfristig auch wieder Sachen verbessert. Aber strukturell muss hier Deutschland wirklich aufpassen, dass man hier auch sozusagen, dass man Ideen entwickelt für günstige Energie in der Zukunft, auch für diese Industrien, die ohnehin schon sozusagen, wo wir hier diesen deutlichen Rückgang gesehen haben. Ich lasse mich mal bis dahin zusammenfassen, bevor wir zum Fonds kommen. Ich habe jetzt immer wieder auf meinen Zettel geschaut, meine Damen, meine Herren. Ganz wichtig auch, dass wir auf Ihre Fragen, die Sie im Vorfeld gestellt haben, weitestgehend eingegangen sind. Die jetzigen Fragen, die noch kommen, betreffen tatsächlich diesen Fonds. Jan, vielleicht noch mal kurz Zusammenfassung von mir. Ihr habt ja immer sehr viel Wert auch gelegt auf Risikomanagement, das was Sie auch grandios macht. Und ich muss sagen, diese Datenbank, die D&E hat, wenn man das jetzt noch vergleicht mit euren Aussagen, mit euren Stimmungen, die ihr vor Ort einfangt, das ist echt hochinteressant. Einmal die aktuellen Trends zu sehen, aber auch zu antizipieren, was könnte denn in der Zukunft was Neues sein? Und Fragen, die natürlich jetzt auch von den Zuschauern gekommen sind und deswegen vielleicht mal jetzt auch an dich, Stefan, im Vorfeld, war natürlich zum Thema ein Stück weit ordentliche Erträge. Was ist denn nun zu erwarten auf der Anleihenseite und auf der Aktienseite, was Dividendenzahlungen betrifft? Wir haben jetzt über Trends gesprochen, das sind sicherlich die Kursgewinne, aber wie sieht es denn überhaupt aus im Fonds selber, was die Zinswelt betrifft, aber auch was die Dividendenwelt betrifft? Ja, werfen wir doch mal einen Blick auf die Folie, die Sie jetzt gerade sehen, nochmal eine Übersichtsfolie, wo wir beide links abgebildet sind und das Investmentkonzept. Aber interessant hier sicher die Kennzahlen, ja, per Ende Februar. Und da sehen Sie, dass wir haben gut 75 Einzelaktienpositionen im Fonds, die per Ende Februar eine gewichtete Dividendenrendite von 3,0% auswiesen. Diese Dividendenrendite, und das ist hier bei D&E immer sehr, sehr wichtig, ist gedeckt durch eine freie Mittelgenerierung der Unternehmen, also der sogenannte Free Cashflow. Momentan haben diese Unternehmen eine durchschnittliche freie Cashflow-Rendite von 5,2%. Also Dividende kann aus ordentlichen Erträgen, aus Cash, der erwirtschaftet wurde, bezahlt werden. Und was im Vergleich zu den letzten Jahren natürlich deutlich besser aussieht, ist die gewichtete Verzinsung der Anleihen mit 4,82% per Ende Februar bei einem Durchschnittsrating von BBB. Das hängt jetzt immer so ein bisschen ab, wann man hier das Update macht. Also wir schwanken hier jeden Tag zwischen BBB und A-. Aber die Message ist, sehr gute Bonität, ja, und eine hohe Verzinsung. Also man muss gar nicht mehr viel Risiken eingehen. Man bekommt auch bei sehr, sehr soliden Namen, bei guten Emittenten, wo man sich keine Sorgen machen muss um die Rückzahlung, eine gute Verzinsung. Und deswegen hat das Produkt D&E-Zins und Dividende eben momentan diese sehr, sehr attraktive Verzinsung von 4,82%. Die Duration liegt bei 3,45 und momentan haben wir in dem Fonds auch
dank Ihrer Unterstützung natürlich inzwischen 3,7 Milliarden Assets under Management. Also es geht Richtung 4 Milliarden, was ja, runden wir es gleich mal auf, da wollen wir alle hin. Interessante Sache, vielleicht eine Frage auch an dich noch, Jan. Stefan hat es gesagt, 3,7 Jahre. Du hattest es ja auch angesprochen, dass man muss die Duration nicht so weit aufbrechen aktuell. Würdest du sagen, der Fokus liegt aktuell mehr auf der Bonität als auf der Durationsseite? Ist das für euch wichtiger aktuell? Generell, wenn wir jetzt ja im Fonds sind, ungefähr ein Drittel sind Staatsanleihen, zwei Drittel sind Unternehmensanleihen. Deswegen schauen wir da immer sehr, sehr stark auf die Unternehmen und analysieren die Unternehmen eben immer sehr, sehr genau. Aber ich glaube, man muss so ein bisschen bei der Duration schauen, wenn jetzt sozusagen die Wirtschaftsdaten sich im Laufe des Jahres doch deutlich verschlechtern sollten, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man sicherlich sozusagen bei beidem reagieren. Dann würde man deutlich mehr langfristige Staatsanleihen kaufen. Und was man im Moment eben noch nicht macht, im Moment sozusagen lohnt es sich auch ein bisschen mehr Zins zu bekommen, auf der kurzfristigen Seite oder eben auch bei vielen Unternehmensanleihen. Interessant. Lass uns doch mal weiter reinschauen. Für mich ist immer interessant, das fragen auch die Kunden. Die Performance ist ja in diesem Jahr, muss man ganz klar sagen, schon hervorragend gelaufen, mit über 4,5% Performance year to date aktuell. Das Geheimnis eures Erfolges ist ja auch, Risiken zu vermeiden, Drawdowns zu vermeiden. Vielleicht kannst du uns da was zu sagen, Jan, wie ihr damit vorgeht, beziehungsweise was da eure Vorgehensweise ist. Ja, gerne. Das ist ja wie eine Grafik, die zeigen wir immer gerne hier von Morningstar. Kommen die Daten und die Vergleichsgruppe hier wurde ausgesucht von Morningstar und auf der linken Seite sehen wir die Wertentwicklung beim Fonds und auf der rechten Seite die Drawdowns und wir haben jetzt die letzten Krisen haben wir immer weniger verloren als die Vergleichsfonds hier und bei der letzten ist ja wirklich, man sieht das ja ganz gut, ist eine größere Krise gewesen, einfach weil sowohl die Anleihen und vor allem die Anleihen eben in diesem, als die Zinsen gestiegen sind, stark gefallen sind, aber eben auch die Aktien hier 2022 stark gefallen sind und wir haben sozusagen gerade, weil wir kürzere Durationen damals hatten, haben wir hier auf der Anleihenseite eben weniger verloren. Und was in Summe dazu geführt hat, wir haben weniger verloren und konnten jetzt schneller wieder ein All-Time-High erreichen beim Fonds. Und das freut mich immer besonders, weil wenn man dann weniger verliert nach unten, dann nach oben gleich dabei ist, vereinfacht gesagt, dann hat man schneller als die Wettbewerber oder als viele Wettbewerber eben wieder ein neues Allzeithoch. Und das sieht man eben ganz gut an der Grafik, auch sozusagen auch bei den letzten Krisen, dass wir eigentlich immer schneller dann sozusagen wieder ein neues All-Time-High erreicht haben. Und das ist eben auch aktuell der Fall gewesen und deswegen lieber ist man dann etwas vorsichtiger, wenn sich eine Krise anbahnt und verkauft dann auch einen Teil der Aktien beziehungsweise oder macht kürzere Durationen oder kauft mehr Staatsanleihen. Also gibt eine Reihe von Maßnahmen, die man machen kann, damit man sozusagen einfach weniger verliert, falls es doch wieder die nächste Krise kommt. Aber jetzt freue ich mich erstmal, dass sozusagen, dass wir wieder neues Allzeithoch erreicht haben und im Moment sehen die Chancen ja auch ganz gut aus, wenn man sich nur mal anschaut, wie war die jetzt von der Publikumstranche, die Performance der letzten 10 Jahre, wo waren wir jetzt im letzten Jahr und sind jetzt hier sozusagen hier die 2 Punkte. Und man muss sagen, wenn man sich jetzt so die letzten 10 Jahre anschaut, dann hatten wir doch dieses Niedrigzinsumfeld, wo die Zinsen, wo man vielleicht oftmals nur 1 oder 2%, vielleicht 2% Durchschnittsverzinsung hatte. Und deswegen entsprechend mussten die Aktien den Großteil der Performance liefern. Und deswegen, wenn man jetzt sagt, Aktien machen im Durchschnitt, sagen wir mal, jetzt, um eine Zahl zu nennen, 10%. Früher war es eben so, wenn die Anleihen eben fast bei 0 waren oder eben 2% nur gebracht haben, dann konnte man eben diese 5-6% erreichen. Und jetzt ist es doch so, dass wir 5% bei den Anleihen haben. Wenn die Aktien in den kommenden Jahren, wie in der Vergangenheit, sagen wir mal, 10% machen, dann hat man einfach eine viel höhere Durchschnittsverzinsung. Oder man muss eben auch nicht so hohe Risiken eingehen, kann eben jetzt auch schon einmal so sagen, man ist auch mit, wenn man 50% zufrieden ist, eine höhere Anleihenquote haben. Also hier gibt es, glaube ich, ist die Situation jetzt viel besser als noch vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, als die Zinsen eben bei 0% waren. Und ich komme zu den größten Aktienpositionen. Hier, man sieht hier größte Position weiterhin Hannover Rück, auch schon seit langem, das ist eine Firma, die ich jetzt sicher schon seit 15 Jahren analysiere und wir hatten zuletzt mal dargestellt, wann wir die beim Fondskongress mal gezeigt, wann wir die Aktien gekauft haben und wie oft wir die Unternehmen und da hatten wir mal ausgerechnet, dass wir das Unternehmen seit 2015 35 Mal haben wir Hannover Rück getroffen. Und wie wichtig es eben für uns auch ist, wirklich die Unternehmen zu treffen. Und Visa hatten wir jetzt gerade eben in San Francisco den Finanzvorstand gesehen.
Linde, ständige Meetings diese Woche, vor vier Wochen zuletzt dann auch, hatte ich den Finanzvorstand gesehen und. Meta in San Francisco getroffen, Novo Nordisk war Kapitalmarker gerade, wo ein Kollege war. Wir waren in Kopenhagen letztes Jahr im Juni, werden da wahrscheinlich dieses Jahr wieder im Juni hinfahren. Also deswegen eben diese ständigen Meetings mit den Unternehmen und zuletzt vielleicht so ein bisschen so von der Sektorpositionierung. Wir haben jetzt ganz, also jetzt, das sind jetzt Daten hier per Ende Februar, jetzt ein bisschen auch im Technologiesektor den einen oder anderen Wert reduziert. Sie haben eine leichte Untergewichtung jetzt im Technologiesektor per heute. Und wie ich sagte, es gibt eben auch durchaus auch Chancen auch mal bei den Old Economy Firmen, die auch zum Teil eben auch deutlich günstiger geworden sind. Das so die hier zu den größten Aktien und zu den größten Anleihen. Hier haben wir, sieht man, dass man um knapp 5% bekommt man mit einer McDonald's Anleihe. Mexiko Staatsanleihe hat sich sehr gut entwickelt in den letzten Jahren. Und das war ein guter Performance-Beitrag hier von der Seite. Und hier sieht man eben eine ganze Reihe von Anleihen, die wir hier im Portfolio haben. Aber man sieht so eben, dass man die Durchschnittsverzinsung liegt eben knapp bei 5%. Also man muss eben auch nicht zu hohe Risiken eingehen, wie man hier zugleich an der ersten Position McDonald's sieht, um sozusagen seine knapp 5% zu bekommen. Ja, hier noch eine. Was sie nie machen sollten, ja, also falls sie mal auf einer ARK-Veranstaltung sind, ja, die sind ja auch den deutschen Markt am stärker penetrieren, ja, dann fragen sie nie Katie Wood, warum sie Nvidia verkauft hat, das war ja mal ihre größte Position, bevor der ganze Aufschwung kam. Ich glaube, da ist sie nicht so gut drauf, wenn man ihr die Frage stellt, aber das ist eine kleine Auflockerung am Schluss. Ich werde es mal versuchen, ich habe sie noch nicht kennengelernt, aber vielleicht sollten wir sie mal fragen. Ja. Nein, also es ist schon wichtig, dass man bei einigen Technologiefirmen dabei war, jetzt auch in diesem Jahr. Man muss schon auch ein bisschen vorsichtig sein bei Firmen, die eben sehr, sehr teuer geworden sind. Da sollte man auch dann vielleicht auch Positionen abbauen. Aber man darf immer nicht auch unterschätzen, wie groß diese Firmen geworden sind und was für eine Marktmacht die haben. Also jetzt doch nochmal zurückzuspringen, nehmen wir nur alleine eine Eli Lilly, jetzt inzwischen größte Pharmafirma der Welt. Ich glaube 650 Milliarden Börsenwert. Also was die für eine Möglichkeit auch haben jetzt mit so einem großen Börsenwert, das darf man nicht unterschätzen bei vielen von diesen Firmen, die inzwischen eben doch so eine sehr große Marktkapitalisierung erreicht haben. Genau, hier sind noch die Chancen und Risiken dargestellt und hier einige Auszeichnungen noch vom Unternehmen. Wir feiern dieses Jahr auch 50-jähriges Jubiläum. Fondboutique des Jahres hat mich besonders gefreut, dieses Jahr die Auszeichnung. Und genau, Wertentwicklung hatten wir schon drüber gesprochen. Und dann übergebe ich an dich, Mario. Ja, also erstmal vielen Dank, Jan, Stefan. Die Zeit ist auch vorangeschritten. Ich habe jetzt mal auf meinen Zettel geschaut. Wir haben die meisten Fragen beantwortet. Trotzdem erlaubt mir vielleicht noch an jeden von euch beiden eine kurze Abschlussfrage, bevor wir zum Schluss kommen. Fange ich mit dir vielleicht an, Stefan. Thema Branchen. Meine Damen, meine Herren, Klammer auf, das ist keine Anlageempfehlung, Klammer zu, muss man leider immer dazu sagen. Aber was würdest du sagen, so 2024, welche Branchen sollte man achten und welche Branchen sollte man vielleicht meiden? Mit Blick auf Europa und mit Blick auf die USA. Das ist für den kurzen Antworthorizont natürlich schwierig. Keine einfache Frage, Mario. Aber gut, wir haben es schon gerade gesagt, Technologie lief jetzt sehr gut. Ja. Hier muss man halt genau gucken, welche Bewertungen hat man und geht das Wachstum so weiter und sind die Erwartungen nicht so weit vorangeschritten. Also hier glaube ich, ist es auch wie in vielen anderen Bereichen ein Stockpicker-Thema. Ich denke, insgesamt macht es Sinn, möglichst ausgewogenes Portfolio zu haben, also nicht zu extreme Risiken einzugehen. Wir haben es vorher erwähnt, in Bereichen, wo große Überkapazitäten sind, da wäre ich eher vorsichtig, ja, weil wenn dann so ein Preiskrieg und sowas losgeht, ja, das ist dann immer schlecht für die Margen der Unternehmen und manche werden es dann auch gar nicht überleben. Also da wäre ich vorsichtig. Insgesamt, wenn natürlich das Zinsniveau nicht so stark zurückkommt, dann bleibt für viele Financials-Werte das Umfeld gut. Ja. Sie haben es vorhin gesehen, auch einige Healthcare. Also wir sind weiterhin grundsätzlich positiv, trotz des medialen Hypes.
für das ganze Thema rund um Fettleibigkeit, der Diabetes. Hier haben wir auch einen ganz, ganz starken Wachstumstrend, der wahrscheinlich noch viele Jahre weitergehen wird. Mhm. Aber es macht auch wahrscheinlich Sinn, mal wieder so ausgebombte Werte aus dem Value-Segment anzuschauen. Ja, so seit kurzem drehen zum Beispiel die Öl- und Gasunternehmen wieder etwas. Die bieten sehr hohe Dividendenrenditen bei anhalt hohen Aktienrückkäufen. Der ganze Sektor investiert nicht. Ja, also das ist immer eigentlich gut für die Börse, wenn man Unternehmen hat, die wenig investieren, ja, und somit einfach die Kapazitäten knapp halten. Ja, das wäre jetzt mal so ein Beispiel aus verschiedenen Sektoren. Insgesamt ausgewogen, nicht zu viele extreme Risiken, mhm, und einfach darauf zu gucken, dass halt nicht die Bewertung völlig weggelaufen ist, genauso die Erwartungen. Du hast da was angesprochen, was ein guter Übergang auch zu dir, Jan, ist, zu meiner letzten Frage an dich, weil das Thema ist ja immer, man hat einen Fokus und man... Technologiesektor ist natürlich in aller Munde, KI, Halbleiter, wir hatten es gesprochen. Aber man darf natürlich auch andere Dinge nicht vergessen, die wahrscheinlich jetzt massiv unterbewertet sind und immer noch gute Geschäftsmodelle, robuste Geschäftsmodelle haben. Und da kommen wir auch zur letzten Frage zu dir, Jan. Du hattest es vorhin mal angesprochen, Thema Flexibilität im Fonds selber, dass man auch relativ schnell reagieren kann, wenn die Dinge sich nun ändern. Und das kann nun mal passieren. Ja. Aktuell rechnet keiner mit einer Rezession in den USA. Ausschließen ganz kann man es nicht. Es gibt ja auch andere geopolitische Risiken, die sicherlich jetzt hier aus Zeitgründen nicht angesprochen werden konnten. Frage zum Abschluss, wie wichtig ist es dir, flexibel zu bleiben im Fonds selber? Sehr. Also deswegen auch insgesamt jetzt als Haus legen wir deswegen auch ganz explizit eben nur in Aktien und Anleihen an und eben alles, was sozusagen, also eine, alles, was täglich, eine gewisse tägliche Liquidität gibt eben auch. Mhm. Und das ist eben, also sozusagen darf man auch nicht unterschätzen, den Faktor. Also es gibt sicherlich auch viele Anlageklassen, die jetzt sozusagen keine Liquidität haben, die vielleicht auch höhere Renditen zum Teil haben, aber eben diesen Liquiditätsfaktor sollte man nicht unterschätzen. Und deswegen, das ist einfach eine Sache, die uns generell sehr, sehr wichtig ist, hier auch flexibel zu bleiben. Und eben auch im Notfall, wie ich sagte, eben auch, wenn es jetzt sozusagen wirklich mal schwieriger wieder werden sollte, dass man eben die Möglichkeit hat, dann auch eben schnell auch Aktien zu verkaufen. Und deswegen auch hier, man hat auch bei den Top-10-Werten gesehen, wir haben ja auch einen großen Fokus bei den, auch auf viele große Unternehmen, die eben diese hohe Liquidität haben, haben wir also jetzt im Endeffekt praktisch keine Small- oder Mid-Caps, also sehr, sehr wenig im Vergleich. Und da eben ist Flexibilität da sehr, sehr wichtig. Und deswegen aber auch, ist es auch umso wichtiger, jetzt eben auch einen guten Zugang zu den großen Unternehmen zu haben. Und das haben wir doch in den letzten Jahren da sehr, sehr gut entwickelt. Und eben auch zu den großen US-Firmen. Also ich hatte Apple gezeigt als Beispiel. Und auch jetzt den Apple CFO hatte ein Kollege von mir jetzt in London erst im Dezember getroffen. Ich jetzt eben wieder Anfang März. Also deswegen diesen guten Zugang. Nvidia hatten wir mit der Finanzvorstandsfrau 4 Treffen in den letzten gut 12 Monaten. Also deswegen da sozusagen, dass wir da den Zugang aufgebaut haben, auch jetzt sozusagen hier als kleineres Haus aus Pullach, das freut mich eben besonders. Und es kommt eben sehr, sehr stark auch aufgrund der Kollegen, die eben einen guten, also es hat sehr viel mit persönlichen Kontakten, mhm, zu tun. Also es ist tatsächlich, die Unternehmen kennen uns dann oder die kennen dann den entsprechenden Analysten und es macht denen dann auch Spaß, mit uns zu sprechen und uns genauso. Und da freuen wir uns natürlich besonders. 50 Jahre Unternehmensgeschichte, lieber Jan, kommt nicht von ungefähr, das kommt von Qualität und deswegen auch vielleicht hier an der Stelle Gratulation an das Haus DWE als solches. Ich sage vielen Dank. Ich fasse mal kurz zusammen. Es ist wichtig, flexibel zu bleiben. Es ist flexibel, den Zugang zu den großen Unternehmen zu haben, die Daten richtig auszuwerten, aber auch den großen Blick aufs Ganze zu haben. Lieber Jan, lieber Stefan, vielen Dank für eure Ausführungen, vielen Dank für eure Zeit. Meine Damen, meine Herren, ich sage danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wiederhole es nochmal sehr, sehr gerne. Sie können im Nachgang, bekommen Sie alle Informationen, alle Folien noch einmal zugeschickt, auch mit zukünftigen Informationsangeboten, die wir für Sie bereithalten. Auch ein Mitschnitt dieses Webinars wird Ihnen nochmal per E-Mail zugeschickt und ist auf YouTube für Sie verfügbar. Wir sagen vielen Dank für Ihre Zeit. Wenn Sie noch mehr Informationen wollen, sprechen Sie uns gerne auf die D&E Capital AG an oder auf den Fonds D&E Zins und Dividende. Wir würden uns freuen, wenn Sie auf Ihren persönlichen Ansprechpartner zugehen. Bis dahin alles Gute, Ihre D&E Capital AG.